Also mit 7,5 bin ich zuständig für Türner, Misten, Türner füttern. Und ich hatte Angst, immer in den Hühnerstall zu gehen. Ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen und war recht überfordert. Ich habe mich halt viel eingeschlossen, weil ich Angst hatte von denen. Es gab viele Arbeiter, die haben mich ausgelacht, weil ich am Morgen Abend mit der Nacht dort bin. In der Schule habe ich schon Fenster. Ich habe einfach meine Geschwister dort nicht gesehen. Meine kleine Schwester, die ist das Dorf nebendran platziert worden. Mein Bruder ist immer zu Sport gekommen, weil er zuerst die Käserei müssen dran. Ich habe Brüder nicht gesehen. Und ich habe jahrelang habe ich mir immer die Schuld selber gegeben, dass wir auseinandergerissen worden sind. Und uns damit verloren haben, weil wir sind einfach nach der Schule weggelaufen. Wir vier. Dann haben gesagt, gehen wir einfach nicht mehr heim. Wir laufen einfach. Unsere Naivität. Und dann hat uns ein schwarzes Auto hat angehalten, hat uns in der Nacht umgerissen. Und wie es dort weitergegangen ist, ich weiss, ob wir noch in der gleichen Nacht verteilt worden sind, ich weiss nicht, ich habe wie ein Film ist. Das war einfach ein Schock gewesen. Und dann sind wir auseinandergezogen worden. Wir sind einfach nicht fertig geworden. Wir hätten dutzmal schon irgendeine Hilfe, eine psychiatrische Hilfe, die uns aufgefangen hat in unserer Geschichte. Und wir haben einfach gerührt und jeder hat eine andere Empfindung gehabt. Und vom Alter her ist das natürlich auch, hat man das nicht so gut einordnen können. Und wir haben einfach gesagt, dass wir uns einander einfach immer weh. Und es sind ja keine Eltern da. Und an wen können wir uns wenden? Verarbeitung hat es in unserer Geschichte nicht gross gegeben. Das erste Mal haben wir zusammen gebrüllt am Totenbett von meiner ältesten Schwester. Also, die war 20, ich 16. Und das war so brutal, zweimal. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen soll, aber... Also wenn du machst? Wir haben sie nach einer Woche... Ich muss sie voraussetzen, sie ist, hat mit 18 schon den ersten Versuch gemacht. Das habe ich aber nicht gewusst. Das ist dann erst später rausgekommen. Und dann ist sie in einem... Wir haben dann gesagt, sie braucht jetzt Wiener. Erholung und wir haben einen Platz gefunden in einem Kinderheim, wo sie für die Kinder da ist gesehen. Sie hatte keinen Beruf gehabt, sie ist ja auch verdient, sie vorher in einer Schweinemästerei und sie hat auch missbraucht worden und sie ist dann dort an das Kinderheim und dort ist sie im Bild im Kanton Glarus ist sie blind oben abgekommen. Und ich war mit 16,5 und habe sie mit dem Vater sind wir nach Zürich ins Gerichtsmedizinische und haben sie müssen identifizieren. Dann hat man sie nach einer Woche heimgebracht, zum Vater heim. Dort habe ich die Stiefmutter wieder einmal gesehen und tot bin. Die ist geliefert worden in einem Zinksarg. Man hat sie aufgeschnitten. Sie ist nackt dort drinnen gelegen. Mein Bruder war in der Schreinerlehre. Und er hat dann den Schreinermeister gefragt, ob er ihm behilflich sein für einen Sarg. Und wir Geschwister, ich bin 16,5, die kleine Schwester 15,5, und wir haben sie dann um den Starkkörper von dem Zinksarg in den Holzsarg gebracht. Und mein Vater musste am Bischof schreiben. Das Mal 1962 war das, hat mein Katholiken gesagt, für einen Selbstmörder, hat man das Mal noch gesagt, gibt es keine kirchliche Beerdigung. Mein Vater musste an den Bischof schreiben und dann wiederum am Papst das Gesuch einreichen, bis das gegangen ist. Es ist der 14. Tag gegangen. Sie war daheim in der Wohnung, so lange. Und man konnte sie dann doch kirchlich beerdigen. Ja. Und
dort ist natürlich der ganze Schmerz aufgekommen. Wir sind uns einander in den Arm gelegen, aber wir haben wieder keine Hilfe gehabt. Wir einander haben uns nicht stützen können.